Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2 und dem Beagle. Leute, ich habe jetzt doch ein bisschen gelänzt. Und ich konnte ja nicht entziffern, was wirklich so da an dem... Wartet mal, wie komme ich jetzt da schlauerweise hin? So nicht. So. Das ist nicht Little. Das wäre eh falsch, aber da steht Letter. Und... Ranch. Das musste ich tatsächlich googeln. Schraubenzieher. Das ist ja exakt das, was wir brauchen. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Das heißt, ich habe da in Panik wegen der Krankenschwester nicht alles richtig abgesucht. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja, Mist, die Möglichkeit, von da unten da durchzugehen. Von der Cat Street aus. Also passt das schon. Nicht richtig liege, müsste ich hier richtig sein. Ja. Muss ich mal einmal kurz gucken. Ich höre schon wieder Krankenschwestern. Okay, das ist richtig. Wenn ich mich nicht jetzt aus Versehen gedreht habe. Nein, habe ich nicht. Okay. Jetzt warte ich, bis ich hier durch bin. Die dreht völlig durch die Frau. Sie darf gerne aufhören durchzudrehen. Warum läufst du so komisch, du? Ich meine, unser ganzes Verirren und Rumirren und so hat ja auch ihre positiven Seiten gehabt. Ich habe ziemlich viel Loot gefunden. Ich könnte jetzt überlegen, zu Nellys Bar zu gehen, aber... Was war das denn? Hier. Mach ich das? Nee. Nee, mach ich nicht. Ich habe nämlich bei Betagott gelesen, was man in Nellys Bar findet. Und das hat mich jetzt nicht überzeugt, dass ich das unbedingt machen möchte. Alter! Ist gut. Ganz ruhig. Vielleicht muss ich die auch platt machen, weil ich gehe ganz einfach geradeaus durch, bis es nicht mehr weitergeht und dann nach unten. Okay. Das schaffe ich. Ich fand, mir war der Nebel irgendwie lieber. Diese Dunkelheit ist sehr frustrierend und traurig zugleich. Schön weit weg von denen. Jo. Ist das das Ende? Oder bin ich jetzt... Nee, das ist, da wird es zu Nellys gehen. Jetzt habe ich schon wieder Schiss, dass ich mich gedreht habe und... Naja. Ich da was? Nee, das war nur so was. Oh Gott. Ja gut, die habe ich auch direkt angestrahlt. Ist in Ordnung. Ich hab jetzt einen Schreck gekriegt. Ich gehe mich Krankenschwester. Und jetzt hier runter. Vielleicht töte ich die wirklich. Ach, da oben. Man wollte mich verarschen. Oder vielleicht bist du ein Narr. Die Wahrheit verrät die Menschen im Allgemeinen. Ein Teil des Abgrunds ist in der alten Gesellschaft. Der Schlüssel zur Gesellschaft liegt im Park, zu Füßen der betenden Frau unter der Erde in einem Kasten. Um ihn zu öffnen, brauche ich einen Schraubenschlüssel. Mein Patient hat ihn dort vergraben. Ich wusste es, habe aber nichts unternommen. Ich war beunruhigt, so ein Ding in der Nähe zu haben. Ich suchte nicht nach der Wahrheit, ich suchte nach Ruhe und Gelassenheit. Ich habe auch dieses Ding gesehen. Ich floh, aber das Museum war auch abgeriegelt. Jetzt wagt niemand mehr, sich diesem Platz zu nähern. Wenn du immer noch weitermachen willst, James, dann bete ich zu Gott, dass er deiner ewigen Seele gnädig ist. Ein Brief an mich? Ein Schraubenschlüssel. Er will den Brief nicht aufheben. Wer kennt's nicht? Solche wichtigen Sachen lasse ich auch immer liegen. Von mir aus. Okay.
Wie kann man das übersehen haben? Und das alles nur, weil ich Schiss hatte wegen der Krankenschwester. Beruhigen die sich eigentlich wieder? Also, dass die dann wieder stillstehend bleiben in der Dunkelheit? Sieht schon sehr eklig aus. Aber Pyramid Head hat ja anscheinend Fable dafür. Nee, das Ding beruhigt sich überhaupt nicht mehr. Alter, was höre ich hier? Überall Monster. Also kriege ich da den Schlüssel für die Historical Society. Okay. Eigentlich ist Schraubenzieher ja falsch, ne? Eigentlich müsste Schraubendreher heißen. Aber irgendwie ist Schraubenzieher mittlerweile so eingebürgert, dass sich darüber niemand mehr Gedanken macht. Alter, wie sie direkt nach mir schlägt. Richtig, du Kuh. Okay. Also ich gucke mich jetzt bewusst nicht mehr um, einfach weil wir uns letzte Folge ziemlich offensichtlich sehr weit umgeguckt haben. Ich gehe jetzt aber nochmal speichern. Haha. Tschüss. Alter, dreht die völlig durch. Ich glaube, ich hier eine. Ich finde diesen Ort sehr unangenehm. Silent Hill kann ich jetzt als Urlaubsort nicht so empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Also, kein guter Urlaubsort. Jetzt muss ich nur wissen, wo die Statue wieder war. Also grob weiß ich's. Oh, irgendwie ist noch an der bin ich letztes Mal schon so vorbeigestrafed, meine ich. Beruhig dich. Beruhig dich. Warum sind die überhaupt draußen? Oh, die gehören alle eingesperrt in ihrem eigenen Krankenhaus. Hm. Ich hab mich dünkte, dass ich zu weit gelaufen bin. Oh Gott, die Kamera. Alter, das ist so ein Fehler, den viele Spieler aus der Zeit hatten. War das hier? Jo. Ach so, ja. Yay! Wir haben einen Bronzeschlüssel. Hatte ich das jetzt richtig gelesen? Der Schlüssel ist weg. Ich hatte doch einen Schlüssel eingesammelt. Wo ist der hin? Oder hatte ich den etwa benutzt? Hm. Bin mir jetzt nicht so sicher. Ist schon richtig. Und dann... Nee. Und dann... Hier hoch. Dich? Ja. Ob Eddie noch im Pete's Ballorama ist? Ah!
Aber hier im Dunkeln was machen ist aber auch wild. Hier ist die Tankstelle. Ich würde gerne wissen, ob Eddie meinte ich natürlich, den Pizzamensch da, ne? Mister, ich habe eine Pizza in Silent Hill gefunden und er verrät einfach nicht, wo er die Pizza her hat. Oh, gibt's hier einen Hammock? Und dann? Dann bin ich wieder auf der, einmal im Kreis gelaufen. Dass die Kamerastrukturen manchmal auch einfach können die essen. Wow, wow! Ladies, beruhigt euch, bitte! Okay, hier geht's wirklich rein. Wir gucken mal, ob Ellie noch da ist. Dann können wir mir auch sagen, dass Maria tot ist. Was ihn vermutlich nicht interessieren wird, solange er Pizza hat. Nee, Eddie scheint weg zu sein. Ah, die Pizza ist ihm ausgegangen, wetten. Ich weiß übrigens jetzt, wo ich die Schrotflinte her hatte. Im Krankenhaus. Ist da jetzt zufällig noch was Neues hinzugekommen, oder? Weil mir ist schon aufgefallen, dass in diesem Silent Hill jetzt neue Sachen überall gespawnt sind. Aber hier anscheinend nicht. Na gut, dann nicht. Ob Laura in diesem Silent Hill auch so gut wegkommt? Ich meine, nicht, dass es mich interessiert. Die Göre hat mich eingesperrt mit diesen Bettkastendingern. So, und jetzt immer geradeaus. Die mag geradeaus. Ja, beruhig dich, Frau. Beruhig dich. Was ist falsch mit euch? Warum wünschst du dir sexy Krankenschwestern in Monstergestalt? Ja, ich weiß warum, aber es ist trotzdem creepy, eklig. Na? Lady, sie beschützen da einen wertvollen Erste-Hilfe-Posten. Alter, schlag mich doch nicht dafür, dass ich Heilung haben möchte. Genau wegen sowas seid ihr Krankenschwestern einfach nicht mehr. Bin ich schon da? Offensichtlich. Bin schon da. Cool. Oh, da kann ich speichern. Echt, dann nimmst du dir was, damit du damit du im Notfall dich versorgen kannst und diese Krankenschwester dreht völlig durch. Weil sie hat dann ja keine Arbeit, wenn du dich selbst versorgen kannst. Ich verstehe das schon, aber das Schloss ist kaputt. Alter, wenn hier ein Monster ist, kann ich nicht sehen wegen dir. Ah, oh, Pyramid Head. Na, wie geht's dir? Nebliger Tag, Nachlass des Urteils. Das ist er. Jinxe ich ihn damit? Ich hoffe nicht. Hier hing wahrscheinlich mal ein Bild. Ach so, da ist eine Tür. Der Richter, ja. Eigentlich ist er der Henker. Das heißt, irgendjemand hat seinen Richterspruch über James schon gesprochen und ich tippe darauf, dass James es selbst war. Ich will euch mal was sagen, hier ist scheiße dunkel. Er will nichts hier. Aha. Ach, Herr Jemini.
Das hat jetzt aber nichts mehr mit der historischen Society hier zu tun, ne? Alter, was ist das für eine Treppe? Die macht mich nervös, die Treppe. Geräusche machen mich noch viel nervöser. Häftling Nummer C221. Den Rest kann ich nicht lesen. Was ist das? Hier liegt irgendein Dokument. Sollte ich mir das aufschreiben? Ich meine, sie geben mir die Nummer ja nicht ohne Grund. 1820 Gefängnis? Silent Hill spielt aber auch immer mit den gleichen Sachen, ne? Ach, das ist Erste Hilfe. Er hat aufs Erste Hilfe-Dings geguckt. Davon haben sie in der Broschüre aber nichts gesagt, die Penner. Oh Gott, die Geräuschkulisse. Ein Loch. Ein vertrauenserweckendes Loch. Das Loch ist dunkel und ich kann nichts sehen. Willst du hinunterspringen? Ich habe ja nicht sonderlich viel Weg, ne? Ich persönlich würde ja niemals in so ein Loch springen, wenn ich nicht zumindest vorher getestet habe, wie tief es ist, aber naja. Ich bin jetzt in einem Brunnen oder was? Ich bin in einem Brunnen. Das habe ich getan. Es ist eine Wand, darin kann man unmöglich hochklettern. Warum sagt er mir das so? Was? Dieser Fleck hier fühlt sich anders an als die normale Wand, ob ich wohl. Warte mal. Der Scheiß funktioniert auch noch? Ist das Ding jetzt kaputt? Ne. Cool. Ich habe eine Tür gefunden. Was, wenn jetzt nichts gegangen wäre und ich hier gefangen gewesen wäre, James? Das alles, weil du unbedingt in ein Loch springen wolltest. Oh Gott. Was? Oh Gott, der Timer sagt aber, es ist Schluss für heute. Wo bin ich hier?
Was habe ich getan? Gott, immer wenn du das Gefühl hast, in Silent Hill Scheiße gebaut zu haben, ist es vermutlich richtig. Okay, meine Lieben, ich mache hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mich stresst das alles sehr, aber wir sind gut ausgerüstet. Also wir haben 15 Tränke, 18 Medikits und 6 Ampullen. Und 190 fantastische Patronenkugeln und fast 89 Schrotkugeln. Ich habe Jagdgewehrmunition. Habe ich das verpasst? Na gut. Das ist ja doof. Na gut. Also, habt einen schönen Tag und haut rein.